Heute zeige ich euch meine kalte Gurkensuppe, bestens geeignet für heiße Sommertage. Und da sie ohne Zusatz von Fett auskommt, ist sie auch hervorragend zum Abnehmen geeignet. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese Gurkensuppe nachmachen könnt. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Der Arbeitsaufwand ist überschaubar und ebenfalls auch die Zutaten. Ihr benötigt 4 Mini-Gurken, 250 ml Gemüsebrühe, 600 g Naturjoghurt, 1 Teelöffel Knoblauchmus, 1 Esslöffel Dill, 1 Esslöffel Minze und 1 Teelöffel Salz. Wer Bio-Gurken verwendet, kann die Schale mitverwenden. Ich habe leider keine bekommen, deswegen habe ich die Gurken geschält. Und diese werden jetzt erstmal fein geraspelt, wohl denen, die eine Maschine dafür haben. Gurken enthalten viel Wasser, das soll nicht alles in der Gurkensuppe landen. Deshalb kommen sie erstmal in ein Sieb, ein Teelöffel Salz drüber, alles vermengen und dann können die Gurken abtropfen. Das Salz hilft dabei, dass die Gurke schneller entwässert. Im nächsten Schritt werden die Blätter von den Stielen der Minze abgezupft und fein gehackt. Und genauso verfahren wir auch mit dem Dill. Wenn die Gurken dann schon schön entwässert sind, geht's an die Zubereitung der Suppe. Auf die Gurken kommt die bereits erkaltete Gemüsebrühe und dann wird alles püriert. Dann wird der Naturjoghurt untergerührt. Wenn alles gut verrührt ist, kann nochmal abgeschmeckt werden mit Knoblauchmus, einer Prise Salz und Pfeffer, je nach Belieben. Alles gut verrühren und dann bis zum Verzehr kalt stellen. Wer es besonders kalt mag, der gibt in die angerichtete Suppe noch einen Eiswürfel. Weitere Rezepte zum Abnehmen findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.